Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldorim zu einem neuen Let's Play-Projekt auf meinem Kanal. Ich werde es mal kurz erklären. Ja, aber erstmal Happy Birthday to me, Happy Birthday to me, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to me. Ja, da habe ich mir herzlichen Glückwunsch zu meinem Geburtstag gratuliert. Ja. Herzlich willkommen zu einem Geburtstag-Special auf meinem Kanal. Dies ist, meine Damen und Herren, das erste Spiel, das ich jemals auf einer Konsole gespielt habe. Und damit auch mein erstes Nintendo-Spiel, was ich gespielt habe. Meine erste Konsole war der Nintendo 3DS. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist. Ich war jung und da habe ich mir zum Geburtstag einen Nintendo DS Lite gewünscht. Da habe ich einen Nintendo DS Lite gekriegt. Es war, glaube ich, auch ein Geburtstag. Ja, es muss ein Geburtstag gewesen sein. Und dann bekam ich, wie gewünscht, zu dem Nintendo DS Lite das Spiel SpongeBob Schwammkopf, die Kreatur aus der Rossenkrabbe. Und damit begann meine Leidenschaft und mein Weg durch Nintendo-Produkte und Nintendo-Spiele und generell die Gaming-Welt. Mein Gamer-Herz blühte auf und ja, wie kann man es noch poetischer darstellen? Dieses Spiel war der Grundstein dafür, auch dafür, dass ich heute zu euch hier vor der Kamera, hinter der Kamera sitze und zu euch spreche und Let's Plays mache. Ja, ohne dieses Spiel wäre ich nie, ja, vielleicht wäre ich doch auf Spiele gekommen, aber ja, ihr wisst Bescheid, es war mein erstes Spiel und war der Anstoß zu weiteren Spielen und dann wahrscheinlich auch der Anstoß, mit YouTube anzufangen und Pokémon Y als erstes Projekt auf meinen Kanal zu bringen und so weiter und so fort. Es ist kein gutes Spiel. Nicht wirklich, es ist ein Kinderspiel. Es ist nicht gut, es ist nicht schlecht. Es ist wirklich mittelmäßig und naja. Hier sehen wir die ganzen Level-Auswahl hier, Dinger. Kann ich ein bisschen schon mal gucken. Lang switchen, ja. Nicht switchen, das ist der 3DS. Ja, sind ein paar ganze Levels. Ich schätze das, aber da die Levels sehr kurz sind auf, na, sehr kurz sind sie nicht, aber kurz. Naja, 6-7 Parts wird es schon dauern. Das Projekt beginnt heute an diesem Tag. Ich werde es heute als Geburtstagsspecial hochladen und dann, ja, wird das fortgeführt, das Projekt und beendet. So weit es geht nach bestem Gewissen. Ja, ich würde mal sagen, legen wir los und reden wir noch ein bisschen während des Projekts. Ich nehme jetzt hier auf dem unteren, während des Spielens, nehme ich noch auf, während des Spielens reden wir noch ein bisschen weiter. Ich nehme jetzt hier auf dem unteren Bildschirm auf, weil der obere Bildschirm in diesem Spiel ein wenig sinnlos ist. Da gibt es nicht viel zu sehen, außer die Zwischensequenzen. Und die nehme ich dann im Nachhinein nochmal auf. Also ihr seht die Zwischensequenzen, aber die schneide ich dann so gut zusammen. Okay, Dieselträumer ist das erste Level. Auf geht's. Thank you.
Und damit nun wirklich herzlich willkommen zu dem neuen Projekt. Jetzt seid ihr mit drin. Da gibt es direkt mal Dialoge, die ich sprechen muss. Die sind auf dem oberen Bildschirm zu sehen. Mrs. Puff redet da. Ach ja, die Mrs. Puff. Oh je, ohne dein Führerschein darfst du nicht fahren. SpongeBob, wie kann ich ihn jemals wieder einfangen? Keine Sorge, mein kleiner Schwamm. Ich bin sicher, dass dir etwas einfällt. Immerhin ist es dein Traum. Okay, jetzt sind wir in dem Traum. Die erste Instruktion hier. Lasse SpongeBob gehen, indem du ihn die gewünschte Richtung schubst. Na, schubsen wir mal hier. Na super. So. Lasse SpongeBob stecken bleiben, indem du ihm einfach einen Stups nach unten gibst. Ja. Gibt's erstmal ein paar Instruktionen. Lasse SpongeBob springen, indem du ihn nach oben schubst. Ja, ganz kinderfreundlich hier erklärt. Und das super duper einfach. Und da geht's durch den Strahl. Eine weitere. Ja, wutsch. Mrs. Puff. Ich fürchte, du musst mehr tun, als nur herumlaufen. Ach, halt die Kürze. Was für ein Traum ist dies bloß? Mrs. Puff und SpongeBob im Dialog. Da werden auch weitere Charaktere auf uns zukommen. Wenn SpongeBob zu einem Objekt kommt, das geschoben werden kann, schiebt er es automatisch. Benutze diese Objekte, um Brücken über Gruben zu bauen oder an hochgelegene Orte zu gelangen. Vielen Dank für die hilfreiche Instruktion. Wenn ich jetzt noch ein kleines Kind wäre, würde mir das sehr viel bringen. Ja, ich habe dieses Kind, okay, dieser Satz ist, wenn er so falsch ausgesprochen wird, ein bisschen zweideutig und soll mit mir bitte nicht in Verbindung gebracht werden. Dieses Spiel habe ich sehr geliebt. Und ja, es ist wie gesagt nicht gut, aber ja, es ist mein Spiel. Zerbrich Hindernisse, indem du sie piekst. Größere Hindernisse benötigen eventuell mehr Piekser, bis sie zerbrechen. Ich weiß es doch, dass dieser Satz irgendwann gegen mich verwendet wird. Oh, es ist scheiße. Miese Versprecher. Es gibt auch noch andere Arten von Hindernissen. So kannst du zum Beispiel mit einer Schneidebewegung Sigmas abschneiden, dass SpongeBob im Weg ist. Ja, es war halt einfach Kindheit. Es ist, ja, ich glaube, jeder hat so ein Spiel von früher oder von, ja, oder manche auch von jetzt. Manche von euch, die hier dazuschauen, sind vielleicht noch in dem Alter, wo man mit Spielen anfangen könnte. In einigen Objekten sind Extras versteckt. Finde diese Extras, indem du diese Objekte berührst. Können wir die auch einsammeln hier? Ja, nice. Das ist wohl ein Leben hier. Oder ein Energieteil. Ja, ich glaube ein Energieteil. Jetzt können wir drehen. Manche Hindernisse werden durch Ventile gesteuert. Kurbel an den Ventilen, um Mauern anzuheben oder Brücken zu senken. Ja, habe ich schon automatisch gemacht. So, es gibt auch Ventile, die nur aktiviert werden können, indem ein Knopf gedrückt wird. Die beste Methode, einen Knopf gedrückt zu halten, ist SpongeBob darauf zu stellen. Aber es gibt auch andere Methoden. Ja, an diesem Punkt bin ich damals schon verzagt. Da kam ich eine Zeit lang wirklich nicht weiter. Ja, wenn man noch schlecht lesen kann, das ist, wenn man halt hier nicht richtig, ja, nicht so fest im Lesen ist. Also ich konnte schon lesen, also das war, ich habe mit Videospielen begonnen, da konnte ich schon gut lesen, aber man nicht richtig liest und ja, Streiche Übergriffe, um Timer zu aktivieren, aber du musst dich beeilen, sie bleiben nicht lange aktiv. Ja, hops, zack,
So, dann geht's weiter. Was wollte ich denn gerade sagen? Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, jeder hat so ein Spiel, was halt, ja, vielleicht auch ein bisschen peinlich ist, was vielleicht nicht ganz so gut ist, aber was halt zur Kindheit dazugehört. Also, ja, bei vielen 90er-Jahre-Kids ist es wahrscheinlich Banjo-Kazooie oder sowas ähnliches. Also, ja, bei mir ist das, also bei mir, also SpongeBob, die Kreatur aus der Krissenkrabbe, ist mein Banjo-Kazooie. Also, um das mal für die Älteren hier, also für die 90er-Kids mal begreiflich zu machen. SpongeBob kann zu hoch gelegenen Stellen katapultiert werden. Bleibt er auf einer Feder stehen, musst du ihn zunächst berühren und nach unten ziehen. Lass ihn dann los, um zu beobachten, wie er fliegt. Oh, SpongeBob lernt fliegen. So, hops, hui, da fliegt er. So. Ach ja, da kommen Kindheitserinnerungen zurück. Oh, ich habe alle Ausweise, alle Papiere, alle Fahrzeugpapiere hier, alle Führerscheine zurück. Hilfe, SpongeBob, Gegner zu besiegen, indem du sie durch Berühren lähmst. Aber sei vorsichtig. Einige Gegner müssen mehrmals berührt werden, bis sie gelähmt sind. Und sie bleiben auch nicht lange gelähmt. Oh, oh. Die Quallen. Gehen wir jetzt Quallen fischen. Ach ja, SpongeBob, das habe ich auch ganz gerne geguckt. Ich kann nicht offen sagen, ich war als Kind ein Fan von SpongeBob. Und das war meine Leidenschaft. Schlafsamen 0. Naja, im ersten Level war noch nichts zu erwarten. Haben wir das erste Level abgeschlossen. Junge, das ist Mrs. Puff wieder. Ach, wunderbar. Du hast deinen Führerschein gefunden. SpongeBob und sein Führerschein. Ah, herrlich. Vielen Dank, vielen Dank. Zu schade, dass du in nächster Zeit nicht fahren wirst. Was? Du hast nichts zum Fahren. Wenn du dich aber umschaust, findest du sicher ein paar Teile, aus denen du dir dein Hot Rod bauen kannst. Meins? Ja, mein Hot Rod. So langsam fange ich an, diesen Traum zu mögen. Ja, SpongeBob war meine Kindheit. Was soll ich dazu sagen? Von wem war es das nicht? Es gab viele andere Sachen, die man so aufgeguckt hat, aber ja, SpongeBob, das war ein Held meiner Kindheit. Das kann man wirklich schon so sagen. Das war, ja. Da wird gekurbelt. Ah, ich verstehe es. Ich glaube, ich muss da jetzt. Nein, muss ich nicht. Ich muss das so machen. Hier, Leute. Nicht mal stehen bleiben. Hier nicht umdrehen. Hup, so. So muss ich das machen. Bekomme ich das erste Item. Wundervoll. Ja. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was denn bei euch so euer erstes Spiel. Was war euer erstes Spiel? Was ist bei euch dieser hier? Dieser SpongeBob-Schwankopf, was ist euer Banjo-Kazooie? Ja, jeder hatte doch eins. Meine erste Pokémon-Edition war übrigens hier Pokémon Diamanten-Edition. Das kam nicht unweit danach. Hat wohl noch ein, zwei Jahre gedauert, bis ich dann Pokémon gespielt habe. Aber Pokémon Diamanten-Edition war mein erster. Pokémon-Edition, mein erstes Pokémon-Spiel, da ich dann die Welt der Pokémon kennengelernt. Aber das war wirklich jetzt, das war wirklich ganz ehrlich, kann ich sagen, das war das erste Spiel, das ich jemals gespielt habe, das erste Videogame. Und ich bin ihm sehr dankbar, diesem Spiel. Es hat mich sachte und leicht in die Welt der Videospiele geleitet. Es ist nicht zu schwer. Es lässt sich machen. Also es gibt auch manche Sachen, die für mich als Kind schon schwer waren. Wo schon Hindernisse waren. Wo ich schon ab und zu nicht weiterkam und so. Aber ja. Da gab es jetzt gerade zwei Wege, die man nehmen hätte können.
Ich nehme mal den hier. War, glaube ich, nur eine Abkürzung. So, zack, den Reifen zerpiekst. Und weiter. SpongeBob zerpiekst du Reifen. Das ist, oh, was. Das ist skandalös. So, geht's weiter. Also möglichst viele von diesen Traumperlen, von den Schlafsamen sammeln. Also da gibt es noch ein neues hier Lebensdings und rein in den Strudel. Oh, Schlägertypen hier. Ganz böse Leute hier, die Gegner. So. Da kommt hier das nächste Stachelrad, das sollten wir nicht treffen. Hui. Ja, was könnten denn so Spiele gewesen sein, die so 2000er Kids gespielt haben? Wahrscheinlich Pokémon Diamant, so, ja, das könnte passen, das ist so, ja. Nein! Puh, wollte ich gerade sagen, ich sterbe. Na, das war knapp. Ob hier in diesem Spiel ein Game Over vorkommen wird? Ich bezweifle es stark. Ich hoffe es nicht. Es wäre ja wohl sehr peinlich. Und ich hier irgendwo reinfalle und versage. Das wäre ja wirklich, nee, das wäre peinlich. Das können wir nicht machen, oder? So, wo schiebe ich den jetzt hin? Ach, verdammt, der muss darüber. Auf die falsche Seite. Die steht auf der falschen Seite. Ich glaube, ich mache den mal kaputt. Können das auch mal sehen. Das kann man das kaputt machen. Ich mach mich da mal rüber. Ich glaube, hier muss ich hin. Ja, da muss er drauf hier. Das erste Rätsel schon nicht verstanden. So, mal schnell darüber. Jetzt muss ich gerade nichts machen. Hoffen, dass ich rechtzeitig rüberkomme. So. Mit Wasser vollsaugen. Der Schwamm. So, das Rätsel haben wir gelöst. Da können wir weiter. Hervorragend. Nicht allzu schwere Rätsel. Kinderfreundliche Rätsel. Ja. Ein Bösewicht. Besieg ihn. So. Zack, zack, zack. SpongeBob. Nein. Er hat noch ein Leben. Noch ein Dingens, noch ein Energiebalken von Dreiern. Drei hat er. Drei Energiebalken. Ist er tot? Und er wacht auf. In diesem Falle. Im oberen Bildschirm sieht man SpongeBob, wie er schläft in seinem Bett. Und wenn er aufwacht, ist das Spiel vorbei. Dann ist ein Game Over und dann muss man, glaube ich, neu anfangen. Oder? War das so? Ach, jetzt haben wir es gesehen. Nein, neu anfangen muss man nicht. Aber ein bisschen zurück muss man. Ah, auch mit Checkpoints. Sehr kinderfreundlich hier. Das lobe ich mir doch. Wieder an der Stelle hier. Also nicht komplett neue Start wie bei Mario Bros. Nummer 1. Bros. Das erste Super Mario Spiel. Super Mario Bros. Für den NES. Das war kein Kinderspiel. Und da musste man sich, da ist man wirklich, wenn man in der 8. Welt gestorben ist, hatte man 3 Leben. Ist man da. In der 8. Welt gestorben, muss man in der 1. Welt wieder anfangen. Ein paar Schlafsamen einsammeln. Auch interessant. Schlafsamen hier die Währung. Schutzschild. So, da drüber laufen. Hervorragend. Ja, lass mich vom Spiel ablenken. Von den Sätzen, die ich sagen wollte. Off-Topic. Na, so off-Topic ist ja dann doch nicht. Ja, was könnte ein Spiel sein? Überlegen wir mal, was könnten 2000er Kids spielen? Ja, hab ich schon gesagt. Wahrscheinlich Pokémon Edition. Ja, gibt auch Kinder, die 2010 jetzt geboren sind. 2010er Kinder sind jetzt 8. Also, ist ganz legitim.
da mal drüber nachzudenken, was, welche Spiele sind denn so 2010 rausgekommen? Welche kommen jetzt raus? Also, ja, mit 0 Jahren spielt man ja noch keine Spiele. Mit 8 Jahren fängt man mit, manche fangen ja schon mit 8 Jahren, ja, 8 Jahren ist realistisch. Ist 8 Jahre realistisch, um mit sein erstes Spiel zu spielen? Ja. Was kam denn 2018 jetzt raus? Ja, die Switch, das ist, ja, ob man mit der Switch anfängt, ja, weiß ich nicht. Vielleicht viel eher dann gleich, ja, ein 3DS, ein 2DS, der New 2DS. Ja. Jetzt sind solche Sachen wie WarioWare. Oh, wenn die Quallen angreifen, musst du sie so schnell wie möglich abschrubben. Ha, da ich mich befreit. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht unter das Teil fallen. Jo. WarioWare Gold. Das ist doch ein ganz attraktives Spiel. Was ist für die Switch rausgekommen? Ja, Captain Toad's Treasure Tracker. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Minecraft Port für die Switch. Wachsen die mit Minecraft auf. Kann man so spielen, Mario Odyssey. Hm, auch nicht ganz uninteressant. Für jetzt 8-Jährige. Hm? Es sei denn, die kriegen von ihren Vätern alte Konsolen und alte Spiele in die Hand, was ich sehr begrüßen würde. Also das ist wirklich, ja. Hm. Und das ist natürlich schön, wenn man seinen Kindern, hier gibt es ja jetzt hier den NES Mini mit 20 vorproduzierten, vorprogrammierten Spielen. Das kann man seinen Kindern mal in die Hand geben, dass sie das mal kennenlernen. Naja, gut, also wäre jetzt ein bisschen, naja, als erstes Spiel vielleicht jetzt ein NES Minispiel. Naja. Wenn man dann später behauptet, ich habe den NES, mein erstes Spiel war Super Mario Bros. Für den NES. Als 2010 geborenes Kind. Naja. Ich überlege gerade, was würde ich denn, ja, meinem Kind, wenn ich denn eins hätte. Ich würde jetzt noch nicht so alt sein, dass ich ein so altes Kind hätte, aber ja, ich komme jetzt langsam in das Alter, wo man vielleicht, wenn man nicht Let's Player wäre, schon, ja, durchaus mal Freundin haben könnte und ja, in Beziehung, ein Liebesleben und so weiter, als Kinder kriegen, dran denken könnte. Das ist also, ja, so fernab ist das ja nicht. Also, das Alter ist sonst in Ordnung. Also, ich bin übrigens, für alle Leute, die es interessiert, ich werde dieses Jahr, also, heute ist ja mein Geburtstags-Special, ja, ich werde dieses Jahr 21, bin jetzt auch in den USA volljährig. Wohl gefeiert werden. Joa. 189. Ja, das bin ich wohl in Zwergenjahren. Noch nicht ganz, aber fast. Ja, da haben wir das nächste Level. Schlagehindernis aus SpongeBob's Weg. Sieht man auf dem oberen Bildschirm den Start. Naja, gut. Reibe über gegen gegnerische Fahrer, um sie zu besiegen. Na denn. 3, 2, 1, 0. So. Huha. Zack, 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 zack. Huhuhuhu. So, mal alles aus dem Weg schlagen. Uah. Na, was fährst du denn doch gegen?
Pfui, da kommt schon der Patrick. Ja. Haben wir ihn aus dem Weg geschlagen. Nice. Weiter geht's. Durch den ersten Bogen durch. Ha. Hopp, 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 hopp. Tipp, tipp, tipp. Schönen Weg frei halten. Wow. Ja. Zum Thema zurück, zum Off-Topic-Thema zurückkommen. Überlegung. Was würde ich meinem Kind, hätte ich jetzt schon ein Kind, was würde ich in Zukunft, würde ich mein Kind kriegen? Also würde ich, wäre ich Vater eines Kindes. Kommt der Plankton. Aussage, Fecht setzen. Huha, haben wir besiegt, so mal eben. Was würde ich dann, ich würde ihm, glaube ich, ein, ja, nicht zu neues, aber nicht zu altes Spiel geben, also, ja. Ich weiß es nicht. Bin ich Vater, noch bin ich nicht Vater. Noch muss die Entscheidung nicht treffen, welches das erste Videospiel meines Kindes wäre. Ich würde es auf jeden Fall relativ spät machen. Würde mein Kind noch nicht mit 8 Jahren spielen lassen, aber das ist ein anderes Thema. So. Mal weiter am Spiel. So. Aufpassen, dass hier alles weggeräumt wird. Ah! Sagt alles weggeräumt wird. Huhaha. Ja, da bleibt ziemlich viel liegen. Concentration by the game. Ach Mist. Das wird knapp. Wir haben auch ein Zeitlimit. Wir müssen ins Ziel ankommen. Huh, was? Böller auf der Straße oder was? Oh wei. Was hier also rumliegt auf der Straße. Dass vor einem Rennen die Straße nicht freigeräumt wird. Macht doch noch einen Schwenk nach links. Gary! Huh, Gary! Die Kollegen hier aus dem Rennen werfen. Haben wir sie. Kommt noch nichts, ist noch nichts im Weg. Ah, das Ziel. Oh oh, ein Cliffhanger. Nein, nicht. Ja, da geht's im nächsten Level weiter mit Patricks Geschichte. Ich würde mal sagen, für diesen Part reicht das jetzt. Ich beende an dieser Stelle. Ja, Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, nicht die nächsten Parts verpassen wollt. Von SpongeBob, die Kreatur aus der Krustenkrabbe. Meinem ersten Videospiel. Da haben wir schon ein bisschen was geschafft hier. Na, das ist das nächste Level. Also das haben wir geschafft, das haben wir geschafft, das haben wir geschafft. Hot Rod haben wir geschafft. Na denn. Bis dahin habt noch einen angenehmen festlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut da rein. Ciao, ciao.